Hallo, mein Name ist Candide und ich bin ein Teil dieser Geschichte. Ich freue mich sehr, dass ich heute in der Art- und Antikgalerie lesen darf und ich begrüße euch sehr herzlich zu diesem Video. Candide war ein junger Mann im 18. Jahrhundert, genauer gesagt im Jahr 1759. Eine Figur in einem Roman von Voltaire mit dem Originaltitel Candide ou l'Optimisme. Candide oder der Optimismus. Tatsächlich hat Candide in dem Stück seinen Optimismus nie verloren. Es geht allerdings vielmehr um einen Fatalismus, den Voltaire den Ideen seiner Zeit entgegensetzte. Er wurde unehrenhaft vom französischen als auch vom preußischen Hof entlassen, trotz aller aus seiner Sicht konstruktiven Bemühungen. Die Wahrheit ist halt nicht immer bequem. Um seiner Enttäuschung darüber Luft zu machen, wendete er sich gegen die damals vorherrschende Idee der Aufklärung, die besagte, dass jeder sozusagen seines eigenen Glückes Schmied war. Er zeichnet mit Candide und seinen Freunden Menschen, die das Schicksal in mehrerlei Hinsicht so hart trifft, dass es ein schieres Wunder ist, dass sie überlebt haben. Dennoch finden Candide und seine Freunde am Ende die Ruhe und den Frieden, nach denen sie sich alle gesehnt haben. Voltaire selbst führte seit seinem Rückzug vom Hof sein weiteres Leben beschaulich auf seinem Alterssitz in Frankreich mit seinen Getreuen und Freunden gemeinsam weiter. Zitat Planet Schule: Voltaire setzt hier in Ferney die Erkenntnis, zu der auch Candide am Ende seiner Irrfahrt und am Ende des Stückes gelangt, in die Wirklichkeit um. Il faut cultiver son jardin. Er kultivierte für dahin seinen Garten. Auch ich kann einem Leben, in dem es beschaulich zugeht, viel abgewinnen nach dem Motto Ebbes isch immer. Meine Geschichte C260 beginnt im Jahr 219, genau am Ende der Originalgeschichte. Die 260 stehen für die 260 Jahre, die zwischen dem Originaltitel von Voltaire und meiner Geschichte liegen. Man könnte sagen, C260 sei der zweite Teil vom Original Candide. Ich würde zu gerne wissen, was Voltaire zu dem neuen Candide sagen würde und ob er ihn sich so vorgestellt hat. Der geneigte Leser wird zudem weitere Hinweise auf die Originalgeschichte finden, wie die Edelsteine am Wegrand, die Widder, den Standort an sich in Südamerika, den Namen des Planeten selbst und nicht zuletzt im Erzählstil. Ich werde euch heute das 10. Kapitel daraus vorlesen, was Sie auf Eldorado sehen, in dem das wunderbare Leben auf dem Planeten Eldorado näher beschrieben wird. Nun aber erstmal zur Vorgeschichte, Kapitel 1 bis 9, kurz zusammengefasst. Candide bestellte zusammen mit seinen Freunden von damals, Kunigunde, Martin und seinem ehemaligen Lehrer Pangloss, den Garten ihres einfachen, geräumigen Hauses mit Scheune. Martin hatte vor einiger Zeit eine Farm von seinem Onkel in Peru geerbt. Dorthin machen sich die Freunde zu Beginn der Geschichte auf den Weg. Ihr Hof wurde bereits verkauft, die Dokumente waren vollständig vorhanden und alles war bezahlt. Die Aufregung an diesem Abend war groß, jedoch die Reise verlief glücklich und komplikationslos. Allerdings sollte dies nicht lange so bleiben. Kurz nach ihrer Ankunft in Lima, der Hauptstadt Perus, verließ Kunigunde fluchtartig das Straßencafé, wo sich die Freunde für eine kurze Pause niedergelassen hatten. Candide folgte ihr sofort. Die Freunde hatten beschlossen, dass Pangloss und Martin auch wegen ihres hohen Alters lieber schon vor zum Hof fahren sollten, während Candide dem Fluchtwagen mit Kunigunde darin in einem Taxi folgte. Martin und Pangloss wurden auf dem Hof von der Mafia erwartet. Der Conte Carlos Fernandos Evangelistos Conte de Pergola Verdure verlangte von ihnen die Papiere über die Ländereien, da er behauptete, das Land würde ihm gehören. Er herrschte rigoros über diesen ganzen Landstrich und die Bürger waren nicht zufrieden mit ihm. Er zwang ihnen jedoch unbarmherzig seinen Willen auf. So kam es, dass die Bürger Martin und Pangloss bei der Flucht sowie später Candide bei der Suche nach Kunigunde halfen. Alle vier gerieten unabhängig voneinander in ein leuchtendes Portal im Urwald, von wo aus sie alle auf Eldorado landeten und sich kurze Zeit später auch begegneten. Das Portal schloss sich zum Glück kurz darauf wieder, worüber auch die indigenen Menschen im Wald sehr froh waren, damit niemand kam, es zu untersuchen und dabei ihren schönen Wald niedertrampeln würde.
Der Conte wurde im weiteren Verlauf der Geschichte durch Aufstände indigener Völker sowie Bauern als Gemeinschaft entmachtet. Die Ackerflächen und Wälder wurden zurück an die Bauern und indigenen Völker überschrieben. Da sich der Conte zutiefst zu seinen Ungerechtigkeiten entschuldigte, die er dem Volk angetan hatte und die Leute ihm glaubten, nachdem sie nochmal scharf nachgefragt hatten, bekam auch er mit seiner Familie ein Haus mit Ackerfläche zur Bewirtschaftung und seine Frau buch den leckersten Kirschkuchen des gesamten Dorfes zum Freudenfest am Tag der Befreiung vom Conte, der mit seiner Zigarre lächelnd im Türrahmen stand. 10. Kapitel: Was Sie auf Eldorado sehen. Martin und Pangloss ließen sich staunend zu der in höchsten Tönen gelobten Königin Eldorados führen und siehe da, sie war wundervoll. Sie lachte viel und war sehr neugierig. Sie fragte viel über den Planeten, von dem ihre beiden Besucher herkamen, über die Erde, doch die Antworten, die sie erhielt, waren ernüchternd. Auch Pangloss musste das während vieler Gespräche einsehen. Sie erzählte ihnen auch davon, wie es gekommen war, dass sie durch das Portal hergekommen seien. Jedoch hatten die Freunde von dieser hochtechnisierten Begrifflichkeit keine Ahnung. Noch nicht. Es gab durchaus viel wissenschaftliche Kompetenz auf dem Planeten. So führte die Königin sie in die Gegebenheiten von Eldorado offenherzig ein und zeigte ihnen alles, wie die Leute lebten, die Obst- und Gemüsebäume, von denen sie sich hier ernährten. Es gab auf Eldorado auch Tiere, die sich als gleichgestellte Wesen überall ringsum frei bewegten, zum Glück jedoch keine gefährlichen. Zudem ein sehr aufwendig ausgestattetes Forschungszentrum, mehrere Sternwarten und ein Allkino, bei dem die Projektionsfläche der Himmel war. Man konnte es sich hier so richtig gemütlich machen. Martin zeigte ihr den Stein, den er vom Bach mitgenommen hatte. Sie nahm ihn und lachte: Ein wunderschönes Exemplar. Wir bauen sie in Gebäude ein, damit das Licht durch sie hindurch scheint. Es gibt viele unterschiedliche Farben und Formen und allesamt liegen sie hier überall herum. Wir lieben sie. Es wird viel damit gearbeitet. Wir verarbeiten sie auch zu Schmuck oder in Kleidung. Tatsächlich, sie trug wundervoll gearbeiteten Schmuck. Auch durch die schön gebauten Fenster sah man die bunten Steinchen funkeln und wenn man genau hinsah, konnte man an manchen Stellen ein buntes Leuchten durch das Gras oder am Wegrand sehen, bis hin zu handtellergroßen Exemplaren, wie Martin eines gefunden hatte. Die Kinder spielten mit den bunten Steinen auf der Straße. Sie gingen auch zu dem Ort, an dem Martin und Pangloss aus dem Portal erschienen waren, doch dort war nichts mehr zu sehen. Auf dem Heimweg sahen sie einen nicht in Eldorado-Manier gekleideten Mann traurig einen der vielen bunten Steine vom Weg aufheben und die beiden alten Herren trauten ihren Augen kaum. Sie riefen ihm etwas zu, er drehte sich um. Es war Candide, was für eine Freude! Candide war eben erst an einer Stelle nahe bei gelandet und hatte noch keine Gelegenheit gehabt, sich zu orientieren. Er war so froh, seine Freunde zu sehen. Ein paar Tage später traf auch Kunigunde im Dorf ein. Sie sah erfrischt aus. Niemals hätte sie daran geglaubt, ihre Freunde wiederzusehen. Sie heulte Tränen der Dankbarkeit in Candides Hemd und er nahm sie wie immer gerne an seine Brust. Sie erzählte, sie war an einem Bach gelandet, dort seien hasenähnliche Wesen herumgesprungen und kleine Böcke. Die waren sehr zutraulich und hätten mit Kunigunde gespielt. Das Obst und Gemüse auf den Bäumen hätte himmlisch geschmeckt und es hätte ihr dort so gut gefallen, dass sie beschlossen hatte, eine Weile zu bleiben, um sich auszuruhen. Die Menschen hätte sie schon gesehen, aber erst heute beschlossen, sich bekannt zu machen. Die Neuankömmlinge und das Saatgut, das sie alle noch im Beutel an ihren Gürteln trugen, wurden sorgfältig untersucht und ein Teil der Samen weitergezüchtet. Essbare, wohlschmeckende Pflanzen gab es hier reichlich. So konnten die vier Freunde die Blumenvielfalt auf Eldorado um einige wunderschöne und viel bestaunte Exemplare erweitern. Hanf kannten sie bislang auf Eldorado nicht. Die Pflanze entwickelte sich schnell zur Nutzpflanze für so ziemlich alle Bedarfe, ob man sie essen, zu Kleidung oder Baustoff weiterverarbeitete. Die Möglichkeiten schienen unbegrenzt, was gerne angenommen wurde. Auf Eldorado wurde viel gelacht und mehr als einmal bekamen die Freunde von den heiteren Bewohnern das folgende kleine Märchen zu hören. Es war einmal ein kleiner Haufen Leute. Da schaute man noch aufeinander.
Wenn einer etwas brauchte, oder sei es ein Gartengerät oder ein offenes Ohr, so war man füreinander da. Man wollte einander eine Freude machen und dass es dem anderen gut ginge, so dass es miteinander etwas zu lachen gab. Man wollte am Leben des anderen teilhaben und seine Erfolge mitfeiern. Es gab einen Haufen Tipps, wie man dies oder jenes besser machen konnte. Und so kam man immer wieder zusammen und genoss das ein oder andere fröhliche Pläuschchen. Pangloss nahm Martin eines Tages in den Arm und sagte zu ihm: Siehst du, Martin, unser Schicksal hat sich zur besten aller Welten hingewendet. Ich habe dir gesagt, dass es so kommen würde. Und er grinste ein altes Herrengrinsen. Martin schaute sich um und konnte nicht glauben, dass es wahr war. Die drei Widder waren, wie es sich herausstellte, allesamt weiblich. Sie bewegten sich in der ersten Zeit nah bei den Leuten, denn sie waren die Herde gewohnt. Immer öfter machten sie lange Ausflüge und kamen erst spät zurück. Bei einem ihrer Besuche brachten sie eine kleine Herde Eldorado-Springböcke mit zum Dorf und sie grasten eine Weile auf dem Dorfplatz. Sie kamen immer wieder und eines Tages, nachdem sie schon eine Weile nicht mehr aufgetaucht war, hatte die kleine Widderin ein kleines Baby-Eldorado-Springbock-Widder-Baby bei sich. Ich wünschte, wir hätten alle mehr Freiraum in unserer Seele, angefangen bei den armen Tieren, die der Mensch so schlecht behandelt. Aber auch hier bleibe ich gemäß meines alter Ego Candide stets optimistisch und grüße alle meine Freunde aus der veganen Gruppe. Bis der letzte Käfig leer ist, werden wir für die Befreiung der Tiere und Menschen kämpfen, sodass wir auch eines Tages in Frieden miteinander leben können, so wie jedes Lebewesen es verdient hat. Anfangen müssen wir allerdings bei uns selbst, meine lieben Freunde. Bleiben wir alle dran und kreieren eine bessere und schöne Welt ohne Zwietracht für unsere Kinder. Und seien wir nicht so doof, dass die friedlichen Eldoraner über uns grinsen müssen. Stopp die Zwietracht und den Neid, sei der Gier und dem Hass gefeit. Stell dir lieber vor, wie schön es wäre, wenn man über uns sagen könnte, die sind echt fair. Dankeschön.